Ich habe manches erlebt. Oh je, oh je. Aber wissen Sie, da dürfen wir sich nicht dran halten. Das geht nicht. Denn sonst machst du dich selber krank. Und da sage ich immer, für das habe ich keine Zeit. Ich bin auch ein Wunderfit. Ich schaue mich immer auf dem Laufenden halt. Ich frage manchmal ein bisschen viel, damit ich mitreden kann. Oder ein Dummi habe. Ich mache keinen Beschwerdebrief. Wenn ich etwas zu reklamieren habe und ich habe die Person, dann sage ich es. Oder ich denke dann, es gibt nicht nur Dummi, es gibt auch sehr dumme Leute. Was stinken? Also ich verkehre mit Leuten, die ich nehme an, sie seien gewaschen, aber ich kann nicht sagen, sie stinken. Man hat ja jetzt anfangs in jeder Wohnung eigentlich eine Dusche. Ich bin ja nie schön, aber ich meine, ich bin irgendwie schon ein bisschen besser gewesen. Und jetzt habe ich halt auch eben schönheitsmässig, wie man sagt, gealtert. Ich habe Runzeln gekriegt, aber die stören mich nicht, das gehört zum Alter. Es gibt eine hässliche Junge. Manchmal katastrophal. Ja, ich habe keinen Sex mehr. Oh, sieh da, ich glaube, da wäre ich jetzt, oh je, wenn ich jetzt noch müsste Sex haben. Für Sex habe ich also kein Verlangen. Sonst wäre ich also, glaube ich, noch ziemlich anspruchsvoll. Es gibt schon Leute, die sich nicht für alte Leute interessieren. Das ist schon Arbeit. Da können sie dann nicht machen, was sie wollen, oder sie können nicht fortgehen. Da sind so viele alte Leute einsam, obwohl sie Kinder haben. Sollte ich bei vollem Bewusstsein sein und ich merke, es geht mir zu Ende, ich wünsche mir, dass ich nicht allein sein muss, wenn mir jemand nur die Hand gibt. Das habe ich einfach nicht allein sein. Aber das kannst du nicht aussuchen, das kann auf der Strasse passieren und dann bist du ja. Ich möchte so, dass wir die jungen Leute ein bisschen mehr Respekt vor dem Alter haben. Sie müssen immer denken, sie werden, wenn sie Glück haben, werden sie vielleicht auch alt. Natürlich haben die Alten andere Ansichten, aber die Jungen haben ja auch andere. Wir müssen es auch akzeptieren. Und wenn es nur mit einer kleinen Geste ist, eben wenn ich sage, ein Nachbar sieht von weitem, dass man winken tut, das ist das, was ich denke, einfach mehr Liebe.